Hallo, meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Wie super Winklerkart. Ja, wir gucken uns heute super Winklerkart. Oh nee, was habt ihr für Vorschläge? Oh Mann, ey. Wie kommt man auf sowas? Ja, wir gucken uns heute eine Drachenlord-Parodie an. Ich muss euch schon mal ganz kurz was erzählen. Ich war vor, wo Corona noch nicht so schlimm war. Also letzten Sommer war ich mit so einem Kollegen, war ich trinken und da haben wir, ne, ist halt so, wenn man so ein bisschen gesellig ist, ne, da hat man so Leute, die sind vorbeigelaufen, hat man so gefragt, ey, wollt ihr auch mal ein Bier schon so, seht gerade so aus, dass ihr Durst hättet, ne? Und haben sich einfach zugesetzt, haben wir, ne, ihr kennt Kerle, ne, wenn die besoffen sind, wir haben über Politik und so einen Scheiß gesprochen, aber irgendwann sind wir auf YouTuber gekommen. Und dann haben wir über jeden YouTuber gesprochen, den irgendwie jeder kennt. Und auf einmal kam so einer, ey, kennt ihr, ich kenne da jemanden, kennt ihr Drachenlord? Und dann so, alle so, also ich wusste noch nicht mal, dass mein Kollege, dass er Drachenlord kennt, so. Und der, ja, kenne ich. Und ich so, ja, ich kenne ihn auch, so. Und dann so, auf einmal hatten wir so ein Gesprächsthema, auf einmal waren wir so alle übelst dicke. So einfach so ein Gesprächsthema und wir waren so alle dicke. Das ist cool. Ja. 2,5 Liter Diesel, weißt du? So. Servus, Reinhard. Hi. Welches kennst du? Es ist halt so unnötig, was er macht. Ich kenne halt auch das Video, wo ich nenne sie jetzt mal Zuschauer, beim Rainer sind und da hat er noch nicht den Audi gehabt. Ich weiß gar nicht, was er vorher gefahren hat. Hab ich vergessen. Da hat er übelst Gas gegeben. Also stand er da vor seinem Tor und hat einfach so übelst krass Gas gegeben. So, einfach total unnötig. Einfach so gemacht. Ne? Obwohl er so jetzt nicht den größten hier Fuhrpark hat, ne? Hat er einfach Gas. So total unnötig. Und man kann auch ganz normal reinfahren. Man muss ja jetzt nicht auf 3000 km/h beschleunigen. Ich finde die Musik geil. Ja, Auch dann schon. überlege ich mir, ob ich euch Was mitnehme ist denn oder das? nee, Rewe nehme. Ey, Oder seine Schafe. Freundin. Mit welchem Den Tier möchtest du Oh, mehr nee, nicht das. Geschlechtsverkehr haben? Vielleicht irgendwelche großen Wassertiere. Oh, nee. Ich bin das höchste Wesen, was es gibt. So traurig, dass ich das alles kenne. Auf die Lügen rauszuhauen, Alter. Scheiß Lügenschafe. Hör auf, da rumzufliegen, du verdammtes Vieh, Mann. Ich kenne halt alles. Ich kenne halt wirklich alles. Ich könnte euch jetzt bei den meisten sogar sagen, welche TRS-Aufnahme das war. Ja, ich habe mir damals, vor ein paar Jahren, habe ich mir das einfach mal angeguckt, um mir ein Bild über ihn zu machen. Einfach so. Mir vor dem Schanzenfest werde ich mir haufenweise Crystal Meth schießen und werde dann ins Kirchen am 20. Drachenlord Scheiße fressen. Du absoluter Wahnsinnige. Sag mal, merkst du eigentlich noch, dass du Lüge, dass du voll die Psychosen hast, dass du voll die Wahnvorstellung im Leben hast? Hey, warte mal, Vorsicht, warte mal. Psychosen hast, dass du voll die Wahnvorstellung. Vorsicht, Oger wirft hier Kot. Achso, ja, das war ja mal Vorstellung ein im Leben Schild. hast. Ezio, was zur Hölle machst du da, Verdammte? Du blöder Hurensohn! Das Video habe ich mir 3000 Mal angeguckt. Das ist halt so geil. Ah, wo der den jeden Typen verfolgt hat, ey, wo der übelst ausrastet. Ah, schön. Was zur Hölle machst du da? Du sollst da noch! Aber den leiser, gell? Ich bin so laut, wie ich will. Brauchst mich vor den Ohrschreier? Ich Ich glaube, schreie es so sind lange, wie ich Nachbarn. will, auf meinem Grundstück. Immer Hallo. noch! Weil die Strado herrscht bis auf in die Luft. Ist das scheißegal! Christel, Christel Clark, da könnt ihr mich aber mal ganz Boah, das ist gepflegt das. Und wenn ihr halt die Kohle rollt! Ey, der hier gerade vorbeizieht, das sieht irgendwie voll aus wie so ein Junauer, ne? Das sieht irgendwie, das könnte ein Junauer sein, ne? Dann geh ich euch richtig auf den Sack, jetzt Schwein, setz dich Alter! an den Fotzen! Die Gummipuppe! Ihr wisst, was ihr zu tun habt! Welche Musik? Hi, na? Werfen. Badass, Mann. Voll Ja. badass. Hey, ich weiß überhaupt nicht, was da gerade passiert ist.
Alter! Boah, das ist traurig, selbst das kenne ich, ey. Ich kenne sogar das Video, ey. Krass. Ich schmeiß die Raketen nach mir! Lieben Hater, jetzt habt ihr richtig Scheiße am Arsch. Ja, da haben wir die Drachenlady. Und da haben wir noch ihren Bruder, sagen wir mal den Drachenbruder dazu. Lieblingsland? Barcelona. Wenn man in einem oder anderthalb Meter Entfernung von mir ist, ist meine Todeszone. Dann mache ich einen Schritt und hab den im Normalfall. Bäm! Ja, geil! Ey, Mala! Du lenkst die Leute her ein und du schon rufst ins andere Haus fliegen, Flori. Also irgendwo beißt sich das ja weg, oder? Hier vorne ist alles. Danke, Herr Müller! Ja, es soll. Ich kann die anderen Kollegen herholen, aber ich mach das nicht. Das ist mir nicht so blöd. Danke, Herr Müller! Was hast du mir denn alles verteidigt, Jörse? Wo habt ihr alle rechtes Hingelände, Alter? Ich finde das sowas von asozial, wenn jemand immer behauptet, ich bin im Rollstuhl. Und hinterher ist er kein gesund. Drachenlord, mich machst du damit nicht geil. Ja? Untermensch. Ich kenne halt nicht. Das ist halt so traurig. Oh, die Aktion fand ich aber mit Erdbeeren. Scheiße. Ja, ich kenne das auch. Fand ich aber, die fand ich schon mit Dorian und er denkt ja immer noch bis heute, dass Imp dabei war, was ja gar nicht stimmt, das weiß ich auch. Die fand ich auch ein bisschen heftig, aber ganz ehrlich, wer verliebt sich übers Internet, noch nie gesehen und will dann Heiratsantrag so machen, also über Juden auf einen, total romantisch. So, fand ich aber, ja, war anders. Wartet mal kurz, ich hab da nämlich noch was vorbereitet. So. Das ist mein brechendes Herz. Verdammte Axt nochmal. Komm, Schubi! Das ist gar nicht lustig, komm, Schubi! Epskettchen! Komm, Schubi! Ein Ami labert über einen Deutschen, Alter. Der soll bloß die Fresse halten. Guy. Ei, busted. Busted. You. Geil. Shut up. Ich kann auch im Bannhammer schwingen, wenn's sein muss. Alter, was seid ihr? Sagt mal, was seid ihr eigentlich für kranke Bastarde, Alter? Mettler sind keine Nazis. Und du Spastik, du bist halt, das ist halt so eine dumme Aussage. Mettler sind keine Nazis. So, das ist genauso wie wenn ich sagen würde, Nazis sind Veganer. So, das ist total sinnlos. Nazi, das weiß ich die ganze Zeit schon. Heil Hitler. Wir haben eine riesige Bombe da reingeschmacht, die Arschlöcher. Boah, der Wutz, boah, ja. Kenn ich doch. Das wird langsam ein bisschen peinlich, ich weiß. Das ist so bescheuert. Oh, nee. Ja, leider muss ich wirklich sagen, ich fand die Parodie richtig geil. Und ja, ich finde Mobbing total scheiße, definitiv. Aber ich verstehe, wieso so viele Menschen Hass auf die Personen haben, weil das ist ja wirklich kein Mobbing, das ist ja wirklich Hass. Und wenn man sich von ihm ein paar Videos anguckt und wie er mit Frauen umgeht, was für Sprüche der manchmal auch rauslässt, sind schon extrem grenzwertig, wirklich extrem grenzwertig. Und da verstehe ich auch einfach, dass es Leute gibt, die Hass haben. Klar, es gibt immer Leute, die extrem übertreiben. Das finde ich absolut asozial, sowas. Aber ich muss jetzt sagen, so Mitleid, also, weiß nicht, hatte ich mal. Ich glaube, es gab mal eine Zeit, da hatte ich mal wirklich Mitleid. Aber irgendwann war der dann auch weg, der Mitleid, weil irgendwie, weiß nicht, also er verscherzt sich das ja immer wieder selber, immer wieder. Also es kommt da immer wieder was Heftigeres, also wirklich, der steigert sich ja immer wieder selber. Deshalb, also, ja. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind definitiv Dativ, Akkusativ im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.